Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott wird in den Psalmen als Zufluchtsort und als Burg beschrieben. Psalm 91, Vers 2. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das ist doch wunderbar, wenn wir das sagen können. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können, das uns Halt gibt. Und da sind wir bei Jesus am richtigen Platz. Ja, genau, das ist der richtige Platz. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen. Der Anker, der Held. Und auch dein Gebetsanliegen kannst du uns heute wieder zusenden. Auf gebet@missionswerk.de oder im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Der Anker, der hält. Und heute auch wieder beginnend mit der passenden Bibelstelle in Hebräer 6, Vers 19 heißt es, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Wow, da ist so richtig im Allerheiligsten hinter dem Vorhang, da hält der Anker richtig fest. Wir hatten letztes Jahr im Urlaub eine Erfahrung. Wie ihr ja wisst, liebe ich Wasser und wir haben uns so ein kleines Boot irgendwo gemietet und sind rausgefahren aufs Meer. Und ich dachte, ich mache ja alles richtig und habe den Anker rausgeworfen. Und ja, er hat zunächst mal gehalten, aber da war nur Sand. Und auf einmal merken wir, wie unser Boot Richtung Felsen abgetrieben wird, obwohl der Anker im Meer war. Er war halt im Sand und es war gefährlich. Wir haben es gerade noch geschafft, wegzukommen von den Felsen. Wir haben nicht mehr geschaut, ob es ein Millimeter war oder ein Meter. Wir haben es gerade noch geschafft und so ist auch in dieser Welt momentan. Der Anker hält nirgends mehr. Man weiß nicht mehr, wo festmachen. Geld ist so eine Sache, hat auch nicht mehr seinen Wert. Der Wohlstand bröckelt. Man weiß nicht mehr, wo man festmachen kann. Man hat keine Sicherheiten mehr. Und drum ist es wichtig, dass wir unser Leben festmachen im Allerheiligsten. Und wirklich dort, weil dort ist alles so richtig gut. Und du entscheidest, wo du deinen Anker festmachst in deinem Leben. Nimmst du den nächsten Baum, den du hast? Nimmst du dein Bankkonto oder ein Schilfrohr oder was nimmst du? Es ist deine Entscheidung. Aber ich rate dir, mach dein Lebensanker fest im Heiligtum Gottes. Das ist der Ort der Versorgung. Es ist deine Entscheidung, aber es betrifft deine Zukunft. Entscheide richtig. Mach den Anker dort fest, wo er hält. Und danke, Herr. Danke, Herr, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, Herr, wenn jetzt auf dieser Erde so nichts mehr an Halt bietet, Herr, dass wir wirklich in deinem Heiligtum den Anker festmachen dürfen. Herr, dass wir vertrauen dürfen bei dir, wo alle Hilfe kommt. Und schenk auch jedem den Glauben, Herr, weil es ist eine unsichtbare Sache, Herr. Wir sehen nicht dein Heiligtum, wir sehen nicht den Platz, aber wir dürfen glauben, Herr. Und glauben, Herr, dass unser Leben dort einen Halt findet, Herr, an dem Platz, wo du für uns zubereitet hast. Und das ist der Platz bei dir. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir werden heute auch wieder hören, was Gott getan hat. Aber zuerst wollen wir für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und eine Frau schreibt uns ein Gebetsanliegen für ihre Eltern. Hallo, liebes Gebetsteam. Meine Mutter liegt seit gestern im Krankenhaus. Sie hatte einen leichten Schlaganfall. Sie redet anders als sonst. Bitte betet für sie zum Herrn, dass Jesus sie wieder gesund macht. Mein Vater hat Alzheimer. Bitte betet auch für ihn. Gottes Segen wünsche ich und danke euch.
Jesus, und ich danke dir, dass du diese Mutter und diesen Vater kennst und diese Mutter mit dem Schlaganfall. Ich danke dir, Jesus, dass du alle Blutgefäße wieder durchgängig machst und dass die ganzen Symptome verschwinden. Danke, Jesus, dass sie wieder hergestellt ist in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass alles verschwindet, was durch diesen Schlaganfall verursacht wurde. Danke, Jesus, dass du eingreifst und auch bei dem Vater mit der Alzheimer. Jesus, danke, dass auch du ein Herr bist über Alzheimer und dass auch das wir entmachten dürfen durch dein Blut und durch deine Kraft. Wir danken dir, Jesus, durch deine Autorität, dass er gesund sein darf. Danke, Jesus, dass du ihn berührst und dass dieses Ehepaar wieder gesund sein darf und wirklich ja in deiner göttlichen Schöpfungsordnung sein darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns Folgendes per E-Mail. Liege im Moment auf der Intensivstation mit Corona. Es hat mir auf die Lunge geschlagen. Sauerstoffgehalt niedrig. Möchte um Gebetshilfe bitten, dass es sich zum Guten wendet. Danke. Jesus, und du kennst auch diesen Mann und du bist auch ein Herr über jeden Virus. Danke, Jesus, dass du stärker bist und dass dieser Virus entmachtet ist, auch im Leib von diesem Mann. Und ich danke dir, dass du diese Lunge berührst und dass sie wieder funktioniert, so wie du sie geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus, dass dieser Sauerstoff wieder 100%ig da ist, so wie es sich gehört. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihn berührst und dass dein Heilungsstrom wirklich durch seinen Leib fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder rufe an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns sein Gebetsanliegen. Ich wünsche mir, dass meine Rheumakrankheit endlich in den Griff zu bekommen ist und die Medikamente anschlagen. Die Schmerzen halte ich in der Nacht nicht mehr lange aus. Ich würde sehr gerne wieder laufen ohne Krücken oder Rollstuhl und mit meinen Freunden die Welt erkunden. Herr, du siehst diese große Not und du siehst auch, Herr, die Perspektive, die dieser Mann hat, die er momentan nicht erreichen kann. Und ich danke dir dafür, Herr. Berühre du ihn, Herr, dass das ganze Rheuma verschwindet, Herr, dass die Schmerzen verschwindet und Herr, dass er wirklich das, was sein Traum ist, wieder tun zu können, dass er es tun kann, Herr, dass er Freude daran hat, dass du ihn berührt hast. Und danke, Herr, wir glauben es, dass du ihn berührst. Amen. Amen. Und es sind so vielfältige Gebetsanliegen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn und sie schreibt, mein Sohn hat einen Burnout mit 22 Jahren. Bitte betet mit mir um Heilung. Danke. Wow, mit 22 Jahren. Und das gibt es relativ oft. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Begegne du diesen Menschen und ganz besonders dem Sohn, die nicht mehr weitersehen, die in einem Hamsterrad drin sind, wo sie keinen Sinn mehr sehen, kein Vorankommen mehr sehen, keine Lösung mehr sehen und keine Perspektive mehr haben. Ich danke dir dafür. Herr, komme du mit deinem Frieden hinein, dass auch dieser Sohn es zulässt, deinen Frieden. Und dass er loslassen kann von all dieser Hetze, von diesem Hamsterrad und wieder eine Perspektive bekommt für sein Leben. Danke, Herr. Und Herr, all die Vorwürfe, die er sich macht und all das Misslungene, Herr. Herr, danke, Herr, dass er das an dein Kreuz bringen darf. Dass du vergibst auch all die Fehler, die er gemacht hat und wieder eine neue Perspektive da ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott tut so viel Gutes und wir werden jetzt einige Zeugnisse hören, wo Menschen uns geschrieben haben und dieses bezeugen. Von großartigen Veränderungen berichtet diese Frau. Ich bin so dankbar. Jedes einzelne Gebetsanliegen hat Gott erhört. Alle meine Gebrechen haben sich in Wohlergehen aufgelöst. Unsere finanzielle Lage ist okay. Unsere Ehe wird wieder in Übereinstimmung und von Jesus getragen. Diese großartige Veränderung ist kaum zu fassen. Meine Kinder haben angefangen, umzudenken. Sie sind auf dem Weg.
Das Werk, was Gott anfängt, bringt er ganz gewiss bis ans Ende. Ich staune, welche Veränderung, Umbruch, Durchbruch er in ein paar Wochen getan hat. Nach einer Predigt von Daniel mit dem Beispiel einer Rakete mit den leeren Tanks konnte ich auch meine leeren Tanks abwerfen. Und die Power, die volle Kraft des Heiligen Geistes ist da. Mein Wirkungskreis wurde erweitert. Suchende Menschen haben mich gefunden, die es nach Gott und seinem Wort dürstet. Es ist ein großartiger Dienst, den ich mir selbst nie zugetraut hätte. Wie wunderbar ist doch Gott, der solch eine Veränderung schenkt. Gott lenkt alles zum Guten. Danke, dass ich euch mein Anliegen schreiben durfte. Danke, dass ihr in der letzten Gebetsnacht für mich gebetet habt. Schon am nächsten Tag ließen die Schmerzen nach und der Zahnarzt fand die Ursache. Danke, Jesus. Ja, Gott lenkt auch Menschen, dass es wunderbar zum Guten geführt wird. Minderwertigkeitsgefühle verschwunden, schreibt diese Frau aus Bayern. Ich danke euch für das Gebet. Jesus hat eingegriffen. Er hat mir die Minderwertigkeitsgefühle und den Druck, den ich hatte, weggenommen. Wir haben einen wunderbaren Gott, der hilft. Ja, und das ist wahr. Eines habe ich noch, eine Gebetserhörung. Und da schreibt eine Frau, Gebetserhörung für das Ohr. Ich bat euch um Gebet für Heilung meines rechten Ohres. Es lief Flüssigkeit aus dem Ohr und nach 2 Tagen hat es aufgehört. Ich gebe Gott alle Ehre und danke ihm dafür. Wie wunderbar. Sind das nicht wieder wunderbare Zeugnisse? Und wir tun die gerne vorlesen und berichten das weiter, dass Menschen wirklich Mut fassen und sagen, wenn das bei dem passiert ist oder bei der passiert ist, dann tut Gott das auch bei mir. Und ich sag dir, er wird es tun. Hast du schon was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne weitererzählen. Ja, heute möchte ich dich fragen, wo hast du deinen Anker festgemacht? Du hast bestimmt schon gemerkt, dass so dein Anker nicht so hält, wie du es eigentlich gedacht hast. Dass du das eine oder andere gesagt hast, das ist aber wirklich eine Altersversorgung, das ist wirklich eine Sicherheit und ich tue das und tue jenes und es ist einfach nicht mehr da. Ich sag dir, tu es wirklich, entscheide dich wirklich, deinen Anker nicht was Irdischem festzumachen, sondern wirklich im Heiligtum. Es ist deine Entscheidung. Und schick uns dein Anliegen. Wir beten auch sonntags dafür im Gottesdienst und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und nun ist es soweit. Jetzt am 26. und 27. März sind die Heilungstage. Online, nicht vor Ort, sondern online über unsere Webseite, über YouTube kannst du Samstag und Sonntag wirklich die Heilungstage verfolgen. Und wir haben von den letzten Heilungstagen so viele wunderbare Zeugnisse, wie Gott gewirkt hat, obwohl es über die Medien lief und nicht vor Ort. Sei einfach mit dabei. Und du kannst auch gerne dabei sein mit uns in der ganzen Ukraine-Hilfe, wo wir Menschen helfen, Hilfsgüter hingeliefert haben und auch wirklich Menschen und Kinder aus, ja, Kinder und Menschen ist das Gleiche, ja, Kinder aus der Ukraine gerettet haben nach Israel. Und wir wollen noch mehr tun und wir haben dauernd neue Projekte. Schau auf unserer Webseite, sie ist eingeblendet und da kannst du gerne mitmachen. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche und bis bald. Tschüss. Alles Gute, der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.